Hallo, meine Lieben. Ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ja, diese Legung, das ist eine vertiefende Legung zu der Kurzbotschaft, zu der kurzen Tagesbotschaft. Und ich habe in dieser kurzen Tagesbotschaft den Ritter der Stäbe gezogen. Und das ist jemand, der in dein Leben kommen wird. Und das ist aber auch hier eine Anzeige, dass sich eine wichtige Angelegenheit ganz schnell entwickeln wird. Vielleicht auch mit diesem Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe, das ist ein feuriges Zeichen, kann natürlich aber auch auf einen feurigen Charakter hindeuten, hinweisen. Jemand, der einfach sehr leidenschaftlich ist, jemand, der auch schnell handelt, vielleicht auch manchmal unüberlegt und ohne einen Plan zu haben, aber diese Person macht es mit dem Charme wieder wett, ja? Und der Ritter der Stäbe, das ist natürlich auch über das Ziel oft hinausschießen, also zu viel wollen, zu viel erwarten, zu viel des Guten, ja. Aber ich schaue heute einfach mal in die Karten, was die Karten zu diesem Ritter der Stäbe noch weiter dazu sagen möchten, was die Botschaft hier jetzt genau bedeutet. Ich gehe hier in dieser Legung in die Tiefe in Bezug auf die Kurzbotschaft, Kurztagesbotschaft. Und ich lege heute das Golden Tarot, alle Infos dazu in der Beschreibung. Ich mache den Ritter hier hin. Ja, was möchten die Karten zu dem Ritter der Stäbe noch sagen? Das sind die Vier der Stäbe und der König der Münzen. Also so feurig, wie der Ritter hier rüberkommt, so energetisch und leidenschaftlich, hat das hier, wie ich sehe in der Vertiefung, hat das hier trotzdem Hand und Fuß. Weil manchmal ist es so, dass der Ritter der Stäbe das einfach, wie gesagt, unüberlegt macht. Einfach nur machen, ohne nachzudenken. Und manchmal geht es schief. Manchmal geht es nach hinten los. Und hier zeigt mir diese Karte, dass das nicht nach hinten losgehen wird. Dass diese Handlung, diese Person das richtig machen wird, das Richtige tun wird. Und dass die ganze Angelegenheit, ja, falls es sich hier um eine Angelegenheit handelt, zum Beispiel in Bezug auf den Ritter oder vielleicht um eine Angelegenheit, die dir am Herzen liegt, dir sich sehr wichtig ist, ja. Diese Angelegenheit wird sich gut, positiv für dich entwickeln. Du wirst auch hier mit dem König der Münzen, wirst du das bekommen, was du ungefähr erwartest. Vielleicht nicht zu 100%, aber ich tippe mal so bis 85-80% wirst du auch das bekommen, was du erwartest, ja. Und so unsicher, wie sich das hier mit dem Ritter darstellt, wird es im Endeffekt nicht. Vielleicht am Anfang, ja, aber dann wirst du sehr schnell merken, okay, das ist trotzdem stabil, das geht gut, das geht klar. Und ich kann mich hier auch irgendwie zurücklehnen und entspannen, ja, und die ganze Angelegenheit wird auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden, ja. Und mit den vier der Stäbe, falls es sich hier um jemanden handelt, bei dem du zum Beispiel irgendwie mit der Liebe was zu tun haben solltest oder das Herz hängt dran an diese Person oder vielleicht ist es jemand aus der Familie, ja. Freund, Freundin kann hier auch sein, der Ritter der Stäbe. Dann habe ich hier für dich die vier der Stäbe und das ist wieder natürlich Feuer, ja, Feuer, Leidenschaft, aber hier hat das einen guten Rahmen, ja, das ist hier eingerahmt, beziehungsweise diese Entwicklung mit dieser Person, diese Begebenheiten, diese Situation ist etwas, was dich sehr erfreuen wird und auch, ich habe das hier so, ein Treffen,
Ich habe hier vielleicht aber auch diese Person willkommen heißen oder diese Person wird dich willkommen heißen. Es könnte hier auch im Hintergrund sieht man eine feiernde Menschenmenge. Es kann sein, dass du mit dieser Person sehr viel Freude erleben wirst und auch vielleicht sogar ja ausgehen wirst. Oder vielleicht gehst du mit dieser Person auf eine Party oder diese Person lädt dich zu einer Party ein, zu einer Feier, zu etwas. Muss nicht Feier sein, kann auch hier etwas Spontanes, Interessantes, Außergewöhnliches sein, was du vielleicht so mit dieser Person noch nie erlebt hast, ja? Weil ich habe hier Stäbe, das ist hier so eine ja interessante, feurige, neugierige Energie auch, ja? Und die vier der Stäbe, ja, die zeigen auch, dass das hier eventuell mit dieser Person eine Seelenverbindung, eine Seelenpartnerschaft ist. Es ist eine Verbindung, die stark ist. Egal, ob du diese Person jetzt schnell kennenlernen wirst oder ob diese Person irgendwie schon in deinem Leben seit längerem ist, es kann sein, dass diese Person seit einer sehr langen Zeit schon in deinem Leben ist. Aber jetzt kommt das Ganze in die Gänge und du wirst zufrieden sein. Ja, das ist diese Vertiefung für die Tagesbotschaft. Aber ich lege hier noch zwei Karten dazu, um zu schauen. Die Königin der Schwerter. Ich habe jetzt auch dich im Kartenbild, egal ob du Mann oder Frau bist. Du bist die Königin der Schwerter und eine Karte ist mir runtergefallen. Und das sind die sechs der Schwerter. Also du guckst hier in Bezug auf diese Angelegenheit oder in Bezug auf diese wichtige Sache. Die wichtige Sache mit dieser Person, ja, guckst du hier in die, ja, in so einen Prozess hinein, weil du bist hier die Königin der Schwerter und die sechs der Schwerter zeigen mir hier, dass du im Aufbruch dich befindest oder im Aufbruch dich befinden wirst mit dieser Angelegenheit oder mit dieser Person oder mit dieser Angelegenheit mit dieser Person, ja. Und das ist hier Aufbruchstimmung, aber mit unsicheren Gefühlen. Das ist hier also etwas, was nicht so ganz sicher ist, was nicht zu 100% ja, dich vielleicht auch so ruhig stimmt, sondern es ist eher so ein mulmiges Gefühl im Magen, ja. Ich habe dich als die Königin der Schwerter und das ist hier jemand, der sehr viel nachdenkt und wenn er nachgedacht hat, dann handelt diese Person erst, ja. Also das ist hier ein wohlüberlegter Aufbruch in Bezug auf diese Person, in Bezug auf diese Angelegenheit, weil es sieht nämlich so gut aus, dass du dir sagst, na gut, ich lasse mich darauf ein. Ja, ich steuere dieses neue Ufer mal an und schaue mich dort an diesem Ufer mal um. Gucke einfach, was da passiert, was da mich erwartet. Ja, trotzdem hast du hier irgendwie vielleicht sogar noch Bedenken. Ja, vielleicht auch, wie gesagt, ein mulmiges Gefühl im Magen oder einfach diese Unsicherheit. Vielleicht gibt es aber auch in Bezug auf diese ganze Angelegenheit ein Problem, ja? Und du suchst nach einer Lösung. Und die Karten zeigen, dass diese Lösung am anderen Ufer gefunden wird. Ja, die Lösung wird dir präsentiert werden, wenn du da ankommst, wenn du aufbrichst und dich da irgendwie dahin bewegst, auf dieses neue Ziel zubewegst, ja. Und die Königin der Schwerter, sie weiß ganz genau, was zu tun ist. Also du weißt, was zu tun ist. Ja, wird mir hier im Kartenbild angezeigt. Und diese ganze Situation ist nicht so unsicher, wie es scheint, weil ich habe hier die Stäbe und ich habe hier den König der Münzen. Das ist eine sehr erfolgversprechende Entwicklung, ja, die auch stabil wird oder Stabilität bieten wird, ja. Und die Königin der Schwerter, sie hat aus der Vergangenheit, aus vergangenen Begebenheiten hat sie gelernt. Also du hast schon hier Erfahrung gesammelt. Und die Karte zeigt mir auch, dass du wissen sollst, dass diese Erfahrung dir hier in dieser Angelegenheit zugutekommen wird.
Du wirst wissen, was zu tun ist. Wenn du das noch nicht jetzt weißt, dann wirst du es wissen. Ja? Aufgrund dessen, dass du hier so einen Erfahrungsschatz hast, dass du so viel erlebt hast. Ja, das waren nicht nur gute Sachen, das waren auch viele negative Sachen dabei, aber das hast du irgendwie für dich auch im Endeffekt gewonnen. Du hast daraus gelernt. Ja, zumindest war das eine Lernaufgabe, waren das Lernaufgaben. Und jetzt wird es dir nicht nochmal passieren, dass du diese Fehler begehst, dass du dich wieder in diese komischen Situationen begeben wirst. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Und du weißt auch ganz genau, sagen mir hier die Karten, wann die Bremse gezogen werden muss. Also wann du dich stoppen kannst. Oder wann du auf Go drücken kannst, also aufs Gas, ja, und dann geht es los. So, diese Karten zeigen mir das an, ja. Dieses Stop and Go, du weißt ganz genau, wann was zu tun ist und wann nicht. Oder wann du dich zurücknehmen sollst, wann du zum Beispiel auch gar nichts machen sollst. In dieser ganzen Angelegenheit mit dieser Person oder in dieser Angelegenheit, die dir am Herzen liegt, die wichtig jetzt momentan für dich ist, kann natürlich auch diese Situation mit dieser Person sein, ja. Und das war die Vertiefung für die Kurzbotschaft für den Short, den ich gedreht habe. Ich werde das jetzt ab und zu mal machen, so ein Short, und danach kommt die Vertiefung, weil vielleicht für einige von euch ist es einfach zu wenig Information, weil das ist knapp eine Minute oder so und das ist wirklich sehr kurz und das kann man natürlich nur so oberflächlich sagen. Und wenn du dann in Resonanz gegangen bist mit dieser Kurzbotschaft, mit dieser Kurznachricht, ja, dann kannst du das hier vertiefen. Ich werde diese Botschaft, diese Kurzbotschaft immer wieder nochmal wiederholen, was da für eine Karte gefallen ist, was ich gesagt habe, was die wichtige Kurzbotschaft war, und dann gehe ich in die Vertiefung und werde das so ein bisschen ausweiten, mehr dazu erzählen, damit du, wenn dir das zu wenig ist, diese Kurzbotschaft, damit du auch mehr erfahren kannst, ja, die Hintergründe und auch vielleicht auch noch die weitergehende Entwicklung, ja, die du da in dieser Botschaft bekommen hast. Also diese Information wird dann vertieft werden. Und ja, also schau dir vielleicht nochmal, wenn du diesen Short noch nicht gesehen hast, ja, schau ihn dir vielleicht an. Ich habe dazu eine Playlist gemacht. Diese Playlist findest du auf meinem Kanal und sie heißt einfach Shorts, ja. Und da sind diese Kurznachrichten, Kurzbotschaften und dazu wird es immer wieder Vertiefungen geben. Das werde ich natürlich auch in der Überschrift dir mitteilen, dass das dann die Vertiefung ist von diesem Short, den ich davor gedreht habe. Und ja, wenn du magst, wenn du bei mir neu bist, wenn du meinen Kanal noch nicht so richtig kennst, ja, dann kannst du natürlich dich auf meinem Kanal umschauen. Ich habe sehr viele Videos gedreht zu unterschiedlichen Themen, Liebe, aber auch Beruf, Allgemeines, viele Botschaften, viele Nachrichten. Und ja, schau dich einfach um. Und natürlich kannst du meinen Kanal abonnieren oder vielleicht ein Like geben, wenn du magst. Über Kommentare freue ich mich immer und ganz besonders über liebe Kommentare. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, kannst du mir natürlich das in die Kommentare schreiben. Ich freue mich und ich be bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.